Hey, schön, dass du wieder da bist, hier am Montag, heute mit einer Frage von Nino Steinbach und von Busy Bone, die so ungefähr das Gleiche gefragt haben. Deswegen dachte ich, füge ich das mal zusammen, nämlich die Frage, wie gehe ich mit einer Ablehnung um? Und das ist natürlich eine gute Frage, weil wenn du jetzt rausgehst, Frauen kennenlernst, Frauen ansprichst, vor allem auch Frauen in dieser kalten Situation ansprichst, dann wird es eben oft passieren, dass du Ablehnung erfährst, dass die Frau sagt nein, dass die Frau dir einen Korb gibt. Und ich will dir in diesem Video erklären, wie du am besten damit umgehst und wie du es vielleicht doch noch schaffst, ihre Nummer zu bekommen. Viel Spaß beim Video. Also, Thema klären wir. Wie kriegst du trotzdem noch ihre Nummer? Du musst erstmal verstehen, ein Nein der Frau heißt nicht ein niemals in diesem Leben. Ein Nein der Frau heißt oft nur Nein in diesem Moment. Und natürlich ist es schwieriger, wenn ich jetzt eine Frau auf der Straße anspreche und sie gibt mir eine Ablehnung oder einen Korb, dann ist es halt schwieriger, das Ganze noch weiterzuführen, weil sie kennt mich ja nicht. Das heißt, sie hat keinen Grund zu bleiben. Wenn du jetzt auf einer privaten Hausparty bist und du kriegst da einen Korb oder eine Ablehnung, dann ist die Person bleibt ja noch auf der Party. Das heißt, du hast ganz automatisch quasi noch eine Chance, das Ganze rumzubiegen. Auf der Straße ist es natürlich schwierig, weil oft ist es so, dass nach der Ablehnung das Gespräch dann direkt endet oder nachdem ein Mann nach der Nummer gefragt hat und die Frau Nein gesagt hat oder nach einem Sofortdate gefragt hat, die Frau Nein gesagt hat, der Mann auch oft das Gespräch verlässt. Das ist einer der größten Fehler. Also das Erste, was du tun solltest nach einer Ablehnung, nach einem Korb, ist den Korb oder die Ablehnung erstmal nicht persönlich und zu ernst zu nehmen. Wenn eine Frau Nein sagt beim Nummerntauschen oder beim Instant Date, dann heißt das nicht, dass es hundertprozentig ein Nein ist. Dann kann es nämlich sein, dass wenn du im Gespräch drin bleibst, nach 2, 3, 4, 5 weiteren Minuten plötzlich ihren Draht zueinander findet und ihr dann trotzdem noch die Nummern tauscht. Das passiert natürlich nicht immer, das ist sicherlich auch nicht die Regel, aber das kann passieren. Seid ihr also erstmal bewusst, das Ganze ist nicht in Stein gemeißelt. Ja, gerade wenn du zum Beispiel folgenden Ablauf hast, du flirtest mit einer Frau und dann merkst du, okay, sie hat Zeit und du fragst sie nach einem Instant Date. Instant Date bedeutet ein Sofortdate, Kaffee trinken gehen oder ähnliches. Und da sagt sie Nein zu. Viele Männer gehen dann aus dem Gespräch raus und das ist komplett unnötig. Was du dann am besten machst, ist im Gespräch zu bleiben, weiter mit der Frau zu reden und dann am Ende versuchen, mit ihr die Nummern zu tauschen. Denn nur weil sie Nein zu einem Kaffee gesagt hat, heißt ja nicht, dass sie Nein zur Nummer sagen wird. Viele Männer glauben das aber oder viele Männer haben das Gefühl, okay, nachdem ich einen Vorstoß gemacht habe, einen Closing-Versuch, ist das Gespräch vorbei, wenn es nicht geklappt hat. So ist es aber nicht. Du kannst an der Stelle trotzdem weitermachen. Und das gilt für alle Situationen. Das gilt für eine Partysituation. Das gilt für eine Frau, die du schon länger kennst. Nur weil sie in dem Moment nicht will, heißt das nicht, dass sie niemals will. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Angenommen, du hast eine Frau im Freundeskreis, die kennst du schon länger und sie sagt Nein, wenn du sie fragst, ob du mit ihr auf ein Date gehen willst oder was auch immer. So fragt man es natürlich nicht, aber gehen wir mal davon aus. Ich weiß, dass manche Männer das machen. Und jetzt, über die nächsten 3 Monate, lernst du neue Frauen kennen und bringst die so in euren gemeinsamen Freundeskreis mit. Und die Frau, die Nein zu dir gesagt hat, sieht auf einmal, wie viele andere Frauen sich für dich interessieren. Und dann kannst du davon ausgehen, dass diese Frau nach, und es müssen nicht mal 3 Monate sein, es reicht schon, wenn du einmal eine andere Frau mitbringst, kann es sein, dass die Frau dann beim nächsten Mal sagt, ja, ich gehe gerne auf ein Treffen mit dir. Einfach nur, weil du in dieser Zeit, die danach gewesen ist, etwas richtig gemacht hast. Und das kann auch auf der Straße passieren. Also die erste Lehre schon mal, Nein ist nicht unbedingt in Stein gemeißelt. Die andere Sache ist, wenn du jetzt eine Ablehnung bekommst, einen Korb bekommst, dann nimm ihn wie ein Mann. Was bedeutet das? Ganz wichtig ist, und das ist so ein, in einem Buch, das ich mal gelesen habe, nennt der Autor das ein Buffer gegen Ablehnung, also ein Puffer gegen Ablehnung, damit es nicht so weh tut. Was du nicht machen solltest, ist die Frau zu degradieren. So, ah ja, die war ja eh hässlich, ah, die hatte eh eine komische Nase, die war ja eh vergeben, die hat mir eh nicht gefallen oder irgendwas in diese Richtung. Machen Männer ganz oft? Hast du bestimmt auch schon mal gemacht, habe ich auch schon mal gemacht. Das würde ich aber nicht machen, denn das dient einfach nur dazu zu sagen, hey, guck mal, ah, die Frau war sowieso eine Bitch, die Frau war sowieso blöd und weil sie blöd ist und nicht so viel wert, muss ich mich auch nicht schlecht fühlen. Das ist nur, um die Ablehnung sozusagen emotional gesehen nicht so schlimm zu machen. Das ist nicht der Weg, den du gehen solltest. Du solltest folgenden Weg gehen. Wenn du merkst, dass Ablehnung dir wirklich immer wieder Probleme bereitet oder dass du auch Angst vor Ablehnung hast, dann gibt es nur einen Weg für dich, nämlich durch die Ablehnung durch. Und durch die Ablehnung durch bedeutet einfach, dass du die Ablehnung provozierst und dass du anfängst, die Ablehnung auszuhalten. Also Ablehnung, das ist ja ein Gefühl, offensichtlich, wenn eine Frau dich ablehnt oder jemand dich ablehnt, dann fühlst du dich schlecht oder wertlos oder wie auch immer du es nennen möchtest. Es ist erstmal ein Gefühl, wie du es jetzt nennen möchtest, ist ja scheißegal. So, und deine Aufgabe ist es, einfach bei diesem Gefühl zu bleiben. Ich habe das schon öfter mal in Videos gesagt, das klingt so vielleicht ein bisschen spirituell für dich, ist aber überhaupt gar nicht spirituell, das ist einfach rein praktisch und logisch.
wenn ein schlechtes Gefühl in dir auftaucht oder irgendein Gefühl, ja, von der Ablehnung, dann ist es deine Aufgabe und auch dein Werdegang als Mann, dass du in diesem Gefühl verbleibst. Bleib in diesem schlechten Gefühl. Und dann, nach ganz kurzer Zeit, ist das auch wieder weg. Du kennst das von Gefühlen. Du kennst das, wenn du mal sauer warst oder extreme Freude hattest oder was auch immer, sehr traurig warst. All diese Sachen haben nicht ewig angehalten, sondern nur für eine gewisse Zeit. Genauso ist es mit diesem Gefühl der Ablehnung. Das Problem ist, wenn du das nicht so machst, wenn du vor dieser Emotion davonläufst oder versuchst, die immer so runter zu degradieren, ach, das war eh eine Schlampe, die war eh blöd, dann lernst du niemals mit der Ablehnung umzugehen und dann wirst du immer Angst davor haben und das wird dich immer ausbremsen, das wird immer deine Macht als Mann beschneiden. Muss aber gar nicht so sein, du kannst deine volle Power in die Hand nehmen, indem du ganz einfach durch diese Ablehnung durchgehst, durch dieses unangenehme Gefühl durchgehst und einmal so, ah, oh, das Ablehnung, ah, oh, das fühlt sich schlecht an, ich fühle mich kacke und 5 Minuten später merkst du, okay, das war's auch schon wieder. Und wenn du das dann merkst, dann denkst du dir irgendwann so, Ablehnung, interessiert mich doch gar nicht. Habe ich schon 1000 Mal erlebt, ist überhaupt nicht so schlimm, macht mir nichts aus. Und dann kannst du wirklich ordentlich Frauen ansprechen, ohne Angst vor Ablehnung zu haben. Und so einfach ist das, so einfach wird man Ablehnung los oder hat keine Angst mehr vor Ablehnung oder vor Körben. Denn es ist ja klar, wenn eine Frau dich ablehnt, aber du fühlst dabei gar nichts Schlimmes mehr, weil du, das macht dir gar nichts mehr aus, dann wurdest du ja auch nicht abgelehnt. Also du wurdest ja nur abgelehnt, weil du dich dann so fühlst. Aber wenn du durch das Gefühl oft genug durchgegangen bist, dann ist das auch nicht mehr so wild. Und dann ist das gar kein Problem mehr. Dann kann dich das nicht mehr aufhalten. Ja, das ist wie, als wenn du die Bremse nimmst, die Handbremse und sie rausmachst. Und plötzlich fährst du auf Vollgas und kannst richtig Gas geben, kannst deine vollen Möglichkeiten nutzen und erfolgreich Frauen kennenlernen. Das war die Antwort auf die Frage. Ich hoffe, euch beiden und euch dann draußen hat das geholfen. Wenn ihr eine Frage an mich habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Und wenn ich merke, dass ich daraus gut ein Video machen kann, weil es allen hilft, kommt es hier als Video. Geil, dass du dabei warst hier am Montag. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren, um keines dieser Videos mehr zu verpassen, um deine eigenen Fragen zu stellen. Unter mir kannst du dich für einen Coachingplatz bewerben, wenn du dieses Jahr mehr Erfolg haben willst als in deinem kompletten Leben vorher. Wenn du deinen Erfolg mit Frauen aufs nächste Level bringen willst, da helfe ich dir bei. Bewirb dich für ein Coaching. Rechts in der Ecke kannst du den Channel abonnieren. Folgt mal Blödsinn. Rechts in der Ecke gibt es ein Video, das ich dir empfehle. Habe ich für dich ausgesucht. Also schau es dir an. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.